Hallo und herzlich willkommen, heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Never Let Go, Lass niemals los, ein neuer Horrorfilm mit Halle Berry. Was der jetzt am Ende kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's! Das Böse ist hinterlistig und ziemlich geduldig. Auch seine Lieblingsbeschäftigung ist, mit euch Jungs zu spielen. Und wenn erst genug Zeit vergangen ist, habt ihr seine Existenz vielleicht vergessen. Und dann packt es sich euch. Ihr dürft das Seil niemals loslassen. Niemals loslassen. Die Grundstory ist eigentlich relativ schnell zusammengefasst. Wir haben eine Mutter, die mit ihren zwei Söhnen alleine im Wald lebt, in einer Hütte. Sie verlassen diese Hütte nur, indem sie an einem Seil mit der Hütte verbunden sind, weil sie sozusagen damit dann vor dem Bösen geschützt sind. Und nur dieses Seil kann sie beschützen. Und das vertritt und glaubt die Mutter eben und gibt das auch so an ihre Söhne weiter. Denn nur die Mutter kann sozusagen das Böse sehen. Und wir merken so nach und nach, was eventuell dahinter stecken mag. Und man weiß nie genau, ist das real oder ist das Einbildung? Und der Film wird auch nicht so hundertprozentig konkret in der Hinsicht. Aber man muss sagen, alles, was so in der ersten Stunde passiert, ist so, wie man es erwarten mag. Und dann öffnet sich dieser Film so ein bisschen. Und dann wird es auch, finde ich, fast unterhaltsamer, weil es eben von diesem reinen Ding, wir sind in der Hütte, ein bisschen weggeht. Also wir gehen nicht von der Hütte weg, aber es passieren Dinge eben, die das Ganze etwas interessanter machen. Dementsprechend ist der Film aber auch zum Beispiel sehr konsequent in einigen Entscheidungen, die man so erstmal nicht erwartet hätte. Auf der anderen Seite leider insgesamt trotzdem vielleicht 20 Minuten zu lang und dann sind wir unter 90 Minuten und das ist dann schon wieder ein bisschen mau. Der ist von der Prämisse nicht so wirklich raffiniert, hat auch vom Horroraspekt ist das nur okay. Ich fand es nicht großartig besonders. Am Ende ist es solide, wirkt aber eher wie so ein Film, der auf einem Streamer rauskommt, vom Story-Niveau her. Also da haben wir schon deutlich bessere Horrorfilme in den letzten Jahren gesehen. Dementsprechend so an der Stelle, ja, es reicht für ganz, ganz knappe 3 von 5 Punkten für die Geschichte. Weiter geht's zum Schauspiel. Halle Berry ist okay, aber die Jungs sind fast schon besser im Schauspiel. Und weil die liefern vor allem in der zweiten Hälfte richtig ab, weil sie da eben den Fokus hier drauf setzen auf die beiden. Und leider sind sie vom Schauspiel her nicht oder von den Figuren her nicht so ganz konsistent, dass jeder so seine Position vertritt, sondern die wechseln so ein bisschen. Und das hätte ich mir gewünscht, dass das ein bisschen konkreter wäre. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist die Synchro auch ein bisschen ja zu straight. Also die reden sehr deutlich und sehr fast schon erwachsen und nicht so wie halt Jungs in dem Alter sind, so 10, 12 Jahre vielleicht. Dementsprechend, ich fand den Cast ganz gut, vor allem die Jungs haben mir gut gefallen. Halle Berry ist okay, hat aber auch schon bessere Rollen gehabt. 3 von 5 Punkten. Technisch sieht der Film ganz hochwertig aus, haben sie schön gemacht. Einige ja, Effekte hier mit drin, die solide aussehen, aber auch nicht überragend. Das ist jetzt kein mega krasser Film, aber sie haben schon einige schöne Einstellungen drin. Manchmal ein paar Jumpscares, die aber zum Glück nicht überhand nehmen, dementsprechend noch vertretbar sind. Der hat 3 von 5 Punkten, ist solide. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit. Am Ende ist Never Let Go ein Film, wo ich mir am Anfang dachte, okay, wo will der denn überhaupt hin? Und dann wird er so nach und nach in der zweiten Hälfte besser und hat mir dort dann auch relativ gut gefallen. Die erste Hälfte fand ich ein bisschen langweilig, aber das ist das, was man halt eigentlich mit dem Trailer auch bekommt. Und das fand ich von der Prämisse her nie so spannend. Aber die zweite Hälfte ist dann halbwegs solide, dass ich sagen kann, okay, den kann man sich auch im Kino anschauen. Man muss sich halt wirklich darauf einlassen können. Erinnert alles so ein bisschen an Bird Box, aber er macht am Ende leider zu wenig besonders, dass man den groß fürs Kino empfehlen kann. Trotzdem, er ist nicht wirklich schlecht. Er würde auch zu Hause im Stream funktionieren. 3 von 5 Punkten von der Empfehlung her. Insgesamt dann durchschnittlich, solide, aber nichts Besonderes. 12 von 20 Punkten kann man sich anschauen. Hat aber auch nichts verpasst, wenn man es nicht im Kino macht. Und dementsprechend, ja, das war es soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Schaut auf den Kanal vorbei. Aktiviert die Glocke in diesem Sinne. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao.